Hi Leute, ich habe heute den TMI-Tag für euch, den Too Much Information Tag. Der hat allerdings stolze 50 Fragen und ich habe mir erlaubt, die ein bisschen zu kürzen. Ihr findet aber in der Infobox alle 50, falls ihr den auch machen wollt. Und dann würde ich sagen, geht's gleich los, gleich nach dem Intro. If you can find that leap of faith, then let the game begin. Was hast du gerade an? Ja, eben Pulli von H&M, den schwarzen Top von Carhartt, dann diese tolle Hose hier auf dem H&M und dann diese Slipper von Limelight sind die, glaube ich. Ich liebe die total. Bist du je verliebt gewesen? Ja. Natürlich. Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Ja, und zwar gerade das letzte war mein schlimmstes Beziehungsende. Und zwar, weil ging via Skype, weil er in München saß und ich in Bern. Und er hat mir gesagt, dass er mich betrogen hat. Und einen Tag drauf habe ich ihn dann angerufen und gesagt, ich kann so nicht weitermachen. Aber das war ziemlich heftig. Wie groß bist du? Also auf meiner Identitätskarte stand irgendwie einmal 1,72, was aber überhaupt gar nicht sein kann. In Wahrheit bin ich, glaube ich, irgendwie 1,68. Ich gebe immer überall 1,68 an. Wie viel wiegst du? Ich habe keine Waage zu Hause. Es ist mir eigentlich auch eher egal, wie schwer ich bin. Außerdem wiegen Muskeln sowieso mehr als Fett, was ich mir auch immer einrede. Aber das letzte Mal, als ich auf eine Waage stand, war ich irgendwie so um die 58 Kilo rum. Hast du Tattoos? Ich habe ein Tattoo, ein großes hier auf der Seite, und zwar ist es ein Phönix. Und das habe ich mir stechen lassen, weil das eigentlich so mein Lebensmotto ist. Im Sinne von, auch wenn du noch so tief fällst, du kannst immer, immer wieder, ja, auferstehen eigentlich. Das ist so mein Lebensmotto und das wollte ich mir auch eintätowieren. Und ja, das werde ich dann bestimmt ein bisschen mal noch ein bisschen so ausdehnen. Also Piercings. Ich hatte mal im Bauchnabel Piercing. Ich habe es aber vor etwa anderthalb Jahren rausgenommen, weil es mich angefangen hat zu nerven. Jetzt habe ich keinen mehr außer deinen Ohren. Meine Lieblingsband. Ich habe nicht in dem Sinn eine Lieblingsband. Ich habe auch kein Lieblingslied. Ich höre einfach wahnsinnig gerne Oldies. Und ja, ich mag halt die Beatles und so, geht total gerne. Oder halt Imagine Dragons mag ich auch total gerne. Und Linkin Park und alles so halt. Vermisst du etwas? Ja, ich vermisse Essen in meinem Kühlschrank. Der ist nämlich total leer und ich habe Hunger. Welches Sternzeichen hast du? Ich bin Steinbock. Ich bin im Januar geboren, anfangs, Unternehmer. Welches ist dein Lieblingszitat? Ich habe sogar zwei Lieblingszitate. Das eine hat mir mal meine Mama gesagt. Das lautet, Chaos ist oftmals der Beginn von etwas Außergewöhnlichem. Und das zweite Zitat, das kenne ich erst seit kurzem, aber ich liebe es. Und das ist von Aristoteles und das geht so. Wir können den Wind nicht drehen, aber wir können die Segel richtig setzen. Und ich finde das total schön und auch, ja, anwendbar. Und etwa so läuft es derzeit auch mein Leben von dem her. Mein Lieblingsschauspieler. Oh, das ist nicht schwer. Ich liebe Hugh Jackman über alles. Er ist einfach so heiß und cool. Und ja. Meine Lieblingsfarbe. Die ist grün. Laute Musik oder leise? Kommt drauf an. Also so zum Lernen, also Hintergrundmusik lieber leise. Aber ansonsten so Mittelding. Ja, so mittel. Wohin gehst du, wenn du traurig bist? Ich gehe in mein Bett. Weil es am bequemsten, am schönsten ist. Da kann ich mich einkuscheln, da kann ich Musik hören und weinen. Wie lange brauchst du, um zu duschen? Das kommt ganz drauf an. Morgens, wenn es schnell gehen muss, so 3 bis 5 Minuten. Aber das ist auch der Grund, warum ich dann lieber abends dusche. Ich bin nämlich so ein Langduscher und Warmduscher. Ich liebe es, lange zu duschen und deshalb kann das schon gerne und gut mal so 20 Minuten dauern. Mit Haare waschen dann noch länger. Wie lange brauchst du morgens, um dich fertig zu machen? Von Aufstehen bis aus dem Haus gehen habe ich 40 Minuten Zeit. Ich bin halt auch jemand, eben, der nicht so gerne stressig mag am Morgen und mal was lieber noch isst und ja, es ein bisschen trödelt. Nicht, dass es so stressen muss. Wenn ich da so stressen muss, dass... Oh, ich hasse das so früh. Bist du jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen? Ja. Weil so irgendwelche Vollidioten gedacht haben, sie müssen sich im Abteil neben mir prügeln.
Da sind die in meinen Abteil gekommen, also im Zug war das. Und da sind die in meinen Abteil gekommen und ich habe die so versucht, so wegzuhalten. Und dann hat ich eine Faust so voll in die Fresse gekriegt. Und dann hat mir der Kiefer noch so eine Woche später höllisch wehgetan. Das war uncool. Was ist ein Turn-on für dich? Ich liebe einen schönen, gepflegten Bart. So 3 bis 10 Tage Bart, sage ich jetzt mal, oder 2 Wochen. Wenn es zu lang wird, mag ich es dann auch nicht mehr so gerne. Aber ich liebe Bart, jetzt vom rein Äußerlichen. Und ansonsten Humor. Ich stehe total auf Humor und auf eine gute Rechtschreibung. Ja. Und was ist ein Turn-off für dich? Eine miese Rechtschreibung. Ich finde das so unsexy irgendwie, wenn man schon eine SMS durchliest und das ist grammatikalisch einfach so falsch. Da rollst du mir die Zehennägel hoch. Und außerdem hasse ich es, wenn jemand stinkt. Das kann auch Parfüm sein oder Kokosnuss, aber das ist für mich so eklig. Warum bist du YouTuber geworden? Ach du meine Liebe. Diese Frage, warum wohl? Weil es Spaß macht. Ich habe es gesehen, ich fand es cool und ich wollte es machen und habe ich es einfach gemacht. So, was sind deine Ängste? Ich habe Angst, meine geliebten Menschen zu verlieren und ich habe Angst zu scheitern. Ich habe wahnsinnige Angst, dass ich scheitere. Es ist zwar egoistisch, aber ist so. Was ist die letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat? Ich war gerade gestern im Kino Maleficent schauen und wenn ich den Film nochmal gucke, dann nur mit einer großen Packung Papiertaschentücher. Ich musste so weinen, aber ich weine sowieso fast bei jedem Film, aber der war besonders schlimm. Ich habe Bäche geheult. Was bedeutet dein YouTube-Name? Ich heiße ja Ciel Noir. Und Le Ciel ist ja französisch und heißt der Himmel und ich liebe halt den Himmel über alles. Der hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Und ich wollte halt noch so eine etwas hinten dran und dann habe ich mir gedacht, ja, nimmst eine Farbe und Ciel Noir heißt ja ein schwarzer Himmel. Und ja, ich liebe halt die Sterne über alles und deshalb dachte ich mir, das passt eigentlich ganz gut. So schwarzer Himmel, Sternenhimmel. Nehme ich. Das Buch, das du gerade liest, ist das da. Und es ist nicht besonders gut. Also, ich habe definitiv schon sehr, sehr viel bessere Bücher gelesen. Und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon in der Mitte rumhänge. Schon sehr lange. Und ich krieg's nicht über mich, das weiterzulesen. Aber irgendwie, ich muss. Ich kann keine Bücher einfach ungelesen, also nicht fertig gelesen, rumliegen lassen. Das geht nicht. Mein Lieblingsessen ist asiatisch. Alles, was asiatisch ist, liebe ich. Da muss ich auch nicht aufpassen wegen den Milchprodukten und von dem her immer her damit. Ein Ort, den du mal besuchen möchtest. Es gibt wahnsinnig viele Orte. Ich könnte stundenlange aufzählen, wo ich überall gerne mal hin möchte. Aber ganz oben steht im Moment Irland und irgendwann mal Marokko und China. Das ist so das. Und Japan. Und viele andere eben, wie gesagt. Das letzte Mal, dass ich von jemandem geküsst wurde, das war im März. Das letzte Mal, wo du beleidigt wurdest, ist noch nicht so lange her. Das passiert andauernd in den Kommentaren halt unter YouTube. Ansonsten werde ich eigentlich nie beleidigt. Muss wohl am Publikum liegen. Was sind deine Lieblingssüßigkeiten? Oh, ich liebe so Gummidinger. Besonders Lakritze. Und so diese veganen Schlümpfe, die blauen, die kleben dann so in den Mund und ich liebe das. Was ist der letzte Sport, den du gemacht hast? Oh Gott, die Frage. Das muss irgendwann einmal gewesen sein, wo ich mich dazu zwingen konnte, um 5 aufzustehen. Und zwar ein bisschen Yoga und dann Joggen. Wann ist das letzte Mal, wo du mit jemandem gechillt hast? Das ist noch gar nicht so lange her. Wobei Chillen bei mir nicht so gerade an der Tagesordnung steht. Doch, wobei am Freitag, an meinem letzten Arbeitstag, da habe ich mit ein paar Arbeitskollegen noch gechillt und noch ein Prosecco 2 getrunken, so als Abschied. Und die letzte Frage ist, wer soll diesen Tag alles beantworten? Und da lasse ich euch natürlich wie immer freie Hand. Wenn ihr Bock drauf habt, dann tut's. Wie gesagt, fühlt euch getaggt. Dann würde ich sagen, kommt ihr hier drüben zum letzten Video. Hier drüben kommt ihr zum letzten Tag, also beziehungsweise zur Playlist. Und auf mir könnt ihr mich wie immer abonnieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!
Life's too unpredictable, take control of what you love.